Leonard Reichmann, evangelisch Schuhmachermeister, 53 Jahre. Ich befand mich am 26. Mai, den zweiten Pfingsttage, vor meiner Haustür, als ein junger Mensch vom Berlin-Hutterberge herunterwackelte. Jakob Beck, protestantisch Schuhmachermeister, 38 Jahre. An dem Tage stand ich so nachmittags um 4 Uhr mit dem Schuhmacher Weidmann an der Ecke des Umschnittplatzes und der mittleren Kreuzgasse. Da sahen wir Kaspar Hauser mit starken Schritten den Bellenhutterberg herunterkommen. Hauser sah pudernervisch aus. Ich bin an dem Tage, so ungefähr um 4 Uhr nachmittags, mit dem Schuhmachermeister Jakob Beck an der Ecke des Unschnittplatzes und der mittleren Kantstraße gestanden. Hey! Come on!